American Football, da ist zwar jetzt gerade Saisonpause, das heißt aber für das Team der Munich Cowboys, sie müssen sich neu orientieren und sie müssen richtig neu aufbauen. Denn viele Spieler haben vergangene Saison und auch jetzt den Club verlassen, sind Richtung European League of Football gegangen. Wir werden gleich darüber reden mit dem Geschäftsführer der Cowboys und schauen mal, was sie jetzt schon unternommen haben. Denn es gab das erste offene Kennenlerntraining, das Vorstellungstraining könnte man es auch nennen. Geschwindigkeit, Beweglichkeit und erstes Footballverständnis. Auf all das wurden die rund 40 Bewerber beim offenen Tryout der Munich Cowboys getestet. Denn das Team braucht für die neue Saison dringend Unterstützung. Nachdem viele Stammspieler und Trainer die erste Mannschaft, die in der German Football League spielt, verlassen haben, gilt es nun, diese Lücken zu füllen. Keine einfache Aufgabe für die Cowboys, die es ohnehin in der vergangenen Saison alles andere als leicht hatten. Erst im letzten Saisonspiel gelang dem Traditionsverein der Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse. Bis dahin schwebten die Münchner in ständiger Abstiegsangst. Der Plan jetzt ist der Wiederaufbau der ersten Mannschaft. Beim Tryout wurde deshalb nach neuen, jungen oder schon gestandenen Männern gesucht, die in den Kader für die kommende Spielzeit aufgenommen werden können. Die Cowboys müssen die Vorbereitungszeit auch unter dem neuen Trainerstab jetzt nutzen, bevor im Frühling die Saison 2024 für sie beginnt. Es wird noch eine spannende Zeit für die Munich Cowboys, denn zum Teil hat es ausgesehen, als wenn sie vielleicht gar nicht mehr dabei sind in der German Football League. Und im Hintergrund hat einer daran mitgearbeitet, dass es doch noch dazu kommt, dass das Team, the Grand Old Team of the South, eben auch in der höchsten Klasse in Deutschland aktiv sein wird. Und das ist der Geschäftsführer, der heute zu Gast ist, Felix Meyer. Servus. Vielen Dank dir. Also in erster Linie haben natürlich die Trainer und natürlich auch die Mannschaft selber dafür gesorgt, dass sie mit drin ist. Aber wenn ich eine Kleinigkeit bewegt habe, dann freut es mich schon. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass es genauso gut weiterläuft. Jetzt stapeln nicht tief. Ich glaube, das Problem war ja auch zu sagen, können wir es finanzieren? Können wir es rechtfertigen, vorm Verein nach wie vor German Football League zu spielen, wenn wir vielleicht nicht den Kader zusammen haben, dass wir überhaupt eine Saison richtig sportlich durchstehen können? Ja. Jetzt kannst du es vielleicht sagen, wie spitz auf Knopf war es? Wart ihr schon an dem Punkt zu sagen, okay, wir nehmen das Telefon, rufen bei der GLF an, sagen, wir sind erstmal raus? Oder? Also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, das ist ja vollkommen richtig. Wir haben es gerade im Einspieler gehört. Wir haben lange darum gekämpft, den Klassenerhalt zu schaffen. Im letzten Spiel gegen Ravensburg haben wir das auch geschafft. Und natürlich macht man sich dann Gedanken, wenn es sportlich schwierig läuft. Und das wird jetzt ja vermutlich im kommenden Jahr wieder eine herausfordernde sportliche Saison werden. Und gleichzeitig ist es finanziell immer knapp. Ob wir dann natürlich, das hängt ja zusammen, können wir Importspieler einkaufen, die uns dann sportlich wieder weiterhelfen. Da machen wir uns Gedanken. Wir haben uns überlegt, was wäre denn dann ein Alternativweg? Eine Liga runter in die GFL 2, das sind ähnliche Kosten, aber noch weniger Werbewirksamkeit. Dann wäre es der Weg in die Regionalliga gewesen. Da hat bis zur letzten Saison unsere zweite Mannschaft gespielt. Da spielen die München Rangers, die haben auch ein fantastisches Programm. Aber als ältester Footballclub hier in München, als Liga-Mitgründer ist es halt schon auch unser Anspruch, weiter GFL zu spielen. Und wir sind war uns sicher. War da auch vielleicht die Befürchtung, wenn wir dann zwei Ligen runtergehen, kommen wir dann nochmal zurück? Und vor allen Dingen, wann? Das ist auf jeden Fall natürlich, hat das auch eine Rolle gespielt. Und auch, wo können wir uns eigentlich besser aufbauen? Jetzt quasi mit einem sportlich schwierigen Jahr, aber in der GFL. Wir können allen zeigen, übrigens auch jungen Spielern, die sagen, wenn du in der höchsten Verbandsliga in Deutschland spielen möchtest, dann ist das bei den Cowboys, komm doch zu uns. Oder ist es in der Regionalliga, wir bauen ein neues Team komplett neu auf und versuchen dann quasi von unten nach oben uns wieder hochzuarbeiten. Aber wenn ich das sehe, wie es anderen alten Traditionsteams geht, Stuttgart Scorpions beispielsweise in Stuttgart, die sind durchgereicht worden von der GFL in die GFL 2, jetzt in der Regionalliga, nachdem sich dort ein ELF-Team gegründet hat. Also es ist sportlich schwierig, aber wir sind uns sicher, wir kriegen das wieder hin, auch den Klassenerhalt zu schaffen und gleichzeitig Strukturen zu schaffen, dass wir dann spätestens in der übernächsten Saison wieder richtig angreifen können und auch wieder die Playoffs ins Ziel nehmen können. Jetzt haben wir ein paar Bilder gesehen von diesem Tryout, von diesem Kennenlerntraining, Vorstellungstraining. Habt ihr schon so ein bisschen Rückkopplung bekommen von den Trainern, die vor Ort waren, die gesagt haben, ja, wir haben eine Handvoll vielleicht oder sogar ein paar mehr, die wären was, die könnten wir einbauen. Ja, wir haben insbesondere mit dem Dean Kostinos haben wir jemanden da, der ist Highschool-Coach in den USA, der ist jetzt auch Consultant bei uns, der wird auch ein bisschen Scouting machen, der war vor Ort, hat mit den Jungs trainiert und hat da schon gute Eindrücke gewonnen. Und da sind sicherlich auch Leute dabei, die wir auf jeden Fall in der Mannschaft begrüßen können. Und vielleicht ist der ein oder andere Starter auch schon mit dabei gewesen, mit dem wir dann wirklich in die Saison auch reinstarten können und uns sportlich da noch verbessern können. Ja, ja, gut. Dean war früher ja schon in München, hat die Mannschaft selber gecoacht. Genau. Ich glaube, bis ins Halbfinale geführt. Das sind natürlich Zeiten, da würden jetzt viele von träumen und sagen, oh, Halbfinale, wenn wir da mal wieder hinkämen. Ja. Was genauso ein Aderlass war, ihr habt
viele Trainer verloren. Mit Nadine Nourasi, die die vergangenen zwei Jahre gecoacht hat, habt euch, muss sagen, eine sehr gute, eine sehr etablierte Trainerin verlassen. Das war aber auch angekündigt, also sie ist nicht knallauffall weg. Aber auch da musstet ihr durchwechseln. Ist das sogar noch schwieriger, dann in so einer Situation einen Trainer zu finden, die sagen, okay, ich nehme die Verantwortung, ich gucke mit neuem Team und vielleicht schwieriger Finanzsituation und trotzdem bin ich da. Ja. Wir haben jetzt mit Christos einen neuen Headcoach geholt, der ja auch schon in Saarbrücken in der GFL gecoacht hat, war dann zwischenzeitlich in Köln, kommt jetzt zu uns nach München. Der hat Erfahrung, wie man auch Programme neu aufbaut. Und ich glaube, dass wir da wirklich neu mit reinstarten können und wirklich schauen können, wir benutzen diese Saison, um uns zu konsolidieren und werden dann hoffentlich in den Saisons danach wieder wirklich positiv durchstarten und vielleicht ja auch wieder mit dem Consulting von Deans auch wieder schaffen, mal in den Halbfinale zu kommen. Das wäre für uns ja alles schön. So, von der Wortwahl her merkt man mit dir, da kommt der eigentliche Hauptberuf durch. Du bist Rechtsanwalt, also Jurist. Ja. Wie sieht es denn finanziell aus? Weil das ist natürlich die Sache, die klebt dann am Geschäftsführer. Der muss dann da gucken, dass möglichst Kohle reinkommt und ja, vielleicht nicht mehr ausgegeben wird, als da ist. Seid ihr so aufgestellt, dass ihr sagt, wir haben eine Saison schon sicher? Seid ihr noch am Baggern? Müsst noch ein bisschen was reinbringen? Also wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen. Sonst hätten wir natürlich auch keinen Lizenzantrag bei der GFL geschafft. Aber natürlich sind noch einige Sponsorenverträge offen, mit denen wir jetzt noch verhandeln, wo wir schauen, dass wir noch Geld reinbekommen, um dann auch tatsächlich noch mehr Spieler einkaufen zu können, um sportlich wirklich mithalten zu können. Aber wir sind uns sehr zuversichtlich, auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre, wo es ja hier und da auch schon mal knapp war, dass wir es auch dieses Jahr wieder hinbekommen. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir Strukturen nachhaltig auch verändern, damit es halt nicht jedes Jahr wieder ein Kämpfen wird, schaffen wir es nicht, sondern dass wir dann in den zukünftigen Saisons das viel besser schaffen. Und nächstes Jahr ist... Wie viel braucht es denn so jetzt? Also, ich weiß schon, da merkt man auch den Rechtsanwalt, der umgeht jetzt so, versucht die Zahlen zu umgehen, aber was braucht ihr für eine Saison in der German Football League? Also wir haben in der Vergangenheit, was den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb angeht, ich glaube so roundabout 150.000 Euro gebraucht gehabt. Und das wird das Ziel auch wieder da sein. Und wenn wir wirklich sportlich noch kompetitiver sein wollen, brauchen wir noch mehr Geld dazu. Das heißt, das wird die Aufgabe sein, dieses Geld für diese Saison auch zu organisieren. Und da sind wir noch dabei, auch noch mit Sponsoren zu reden. Wir haben ja auch schon Sponsoren, die lange uns unterstützen und uns das auch schon wieder angekündigt haben, für die kommende Saison zu machen. Aber suchen auch nach neuen, die uns da vielleicht noch weiter unterstützen. Und vielleicht noch ein Satz hinterher. Football wird in München nächstes Jahr nicht kleiner, sondern eher größer. Wir haben wieder ein NFL-Spiel in München nächstes Jahr. Seit anderthalb Wochen ist, glaube ich, bekannt, dass der AVD, der American Football Verband Deutschland, jetzt auch Spitzenverband im DOSB ist, weil ab 2028 Flag Football olympisch wird. Also es tut sich einfach auch eine Menge in dem Sport. Er wird noch populärer, neben dem NFL-Hype, der jetzt ja seit einigen Jahren ist, also auch noch in den Bereichen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass auch wir ein bisschen was von diesem wachsenden Kuchen vielleicht noch abbekommen. Färbt auch so ein bisschen was von der ILF ab? Also das vielleicht nur wirklich ganz kurz am Ende mit den München Rangers da, Ravens, die sich gegründet haben, dass ihr merkt, okay, da kamen aber auch einfach Interessierte, die plötzlich Football gucken, auch ein bisschen bei uns vorbei. Also jetzt aktuell haben wir es natürlich eher die Situation, dass die Ravens immer noch eine Mannschaft im Aufbau ist und natürlich auch Spieler brauchen. Und wenn man in der gleichen Stadt ist, ist da natürlich auch ein Wettbewerb um die Spieler da. Aber natürlich, ich glaube, alles, was hilft, dass der Sport insgesamt größer wird und attraktiver wird, wird auch allen Mannschaften langfristig jedenfalls helfen. Felix, auch dir vielen Dank. Das war super ausführlich. Für mich ein richtig entspannendes Gespräch, weil man kriegt die Information, man kriegt alles hier aus erster Hand anschaulich dargestellt. Mit Bravour sozusagen das erste Interview uns bestanden. Also der Mann darf wiederkommen. Viel Erfolg dann für die kommende Saison. Danke dir. Danke sehr.